Servus, ihr Genussmenschen hier auf YouTube. Heute Pfingstsonntag. Das Video stelle ich dann morgen ein. Waren wir die und die in Aaling, das ist eine Nachbarsgemeinde. Da war Pfingstfest, gell? 1a. Aber zuerst einmal rauchen durch. Meiner schönen Collier Shoppe Pfeife Poker, den Magnus Prime Selection Nummer 10, der ist ja leicht mit Zitrus aromatisiert. Ich habe euch den Tabak schon mal vorgestellt und wunderbarer Aromat, ein schöner Sommertabak einfach. Eisbier haben wir auch geschenkt, das haben wir daheim. Ich habe nur einen Master runter in Aaling. Wir waren schon um 10 Uhr in der Früh dort beim Weißwurstfrühstück. Ja. Und dieses Aalinger Pfingstfest geht ja über den ganzen Tag. Am Abend geht es dann so richtig ab mit Band, glaube ich, im Stadel drinnen. Aber ja, da müssen wir nicht unbedingt noch dabei sein, gell. Wenn die ganzen Jungen da sind, aus dem Alter sind wir raus. Und jetzt sind wir das erste Mal ein Weißbier, gell? Prost auf euch. Ja, wir waren da so kurz nach 10, um 10 ist es losgegangen, kurz nach 10 sind wir reingekommen. Haben uns eine schöne Maß gekauft. Hofbräuhausbier haben sie gehabt, mag ich eigentlich auch recht gern. Und ja, und Weißwürste hat es gegeben und später natürlich haben die dann noch mit Rollbraten oder was alles mögliche haben die da gegrillt, Currywurst, Schaschlik und alles. Also, das Problem ist bloß, das Wetter zieht ziemlich zu jetzt, ist auch jetzt schon total bewölkt. Ich denke mal, da werden ein paar schwere Gewitter kommen. Wir haben ja auch nicht vorgehabt, dass wir zu lang bleiben. Aber eins kann ich sagen, ich war ja das erste Mal da in diesem Aalinger Pfingstfest. Die Aalinger verschiedene zu feiern, muss ich echt sagen, top, gell. Zuerst wollten wir eigentlich auch in Lederhosen, die Evi in Dirndl, und dann haben wir gedacht, naja, muss ja nicht sein. Und da waren wir eigentlich einer der wenigen, die normal angezogen waren. Gell? Also das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich mir auch die Lederhosen angezogen. Und du ein Dirndl, Evi. Ja, ja gut, nächstes Mal seht ihr uns dann einmal, wenn wir irgendwo hingingen, mit Lederhosen und Evi mit Dirndl. Und Evi hat auch gesagt, habt ihr dann schon aus Hinterbayern, versprochen, wenn es wieder in ihr Dirndl reinpasst, gell, dann geht sie vor die Kamera. Ja, dein Versprechen musst du einlösen, also du hast möglich, dass ich meine Frau jetzt einmal vorstelle. Gell? Ja. Aber nochmal jetzt zu dem Aalinger Pfingstfest, war wirklich klasse, war das total super organisiert. Ablauf alles, du hast nirgends warten müssen, gell? Also das ist weder beim Essen, du hast sofort alles gekriegt, das Bier und sowas mag ich. Gell. Ich habe keine Lust, irgendwo hinzugehen, wo ich mir eine halbe Stunde wegen Biostein muss oder wegen Essen. Weißwürst waren sensationell, hervorragend, hat wirklich gut geschmeckt. Und ja, also nochmal, Aalinger, ihr wisst, wie man feiert, muss ich echt sagen, Gratulation. Gell. Also wenn der nächste wieder, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe das nie mitgekriegt, ob das die letzten Jahre schon so war immer, was das auch nicht ewig, gell? Ja. Auf alle Fälle ist das dann irgendwo an uns vorbeigegangen. Wir waren jetzt da das erste Mal und wenn der nächste Mal wieder was ist, dann sind wir natürlich auch wieder mit dabei. Gell? Jetzt hänge ich euch noch ein paar Filmschnipsel hinten dran und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Servus aus Bayern. Ach ja, ich habe heute das Video vom Albert gesehen. Albert, du hast dich bei mir entschuldigt. Finde ich ein feiner Zug von dir. Das mache ich hiermit auch. Bin nicht nachtragend. Ja. Hab mir jetzt auch ein halbes Bier hergerichtet. Schön frisch. Ist zwar kein Zwickel, das mag ich nicht so. Aber egal, die Geschmäcker sind verschieden. Also, meiner Seite her ist die Sache auch vergessen. Prost auf dich! Nur das Einzige, was ich nicht mache,
dass ich meine Videos rausschmeiße, weil ich habe hab nicht extra ein Video über dich gemacht, sondern habe das in meinen Kochvideos mit integriert, das Ganze. Und wo ich da beim Italiener war, und das sind beliebte Videos, denke mal, nicht weil ich da was gegen dich gesagt habe, sondern weil es halt allgemein meine Kochvideos recht gut ankommen. Also wie gesagt, von meiner Seite her, alles vergessen. Mei, ob wir gute Freunde werden, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Aber so wäre von meiner Seite her, ja, diese deftigen Wörter, bayerischen, was ich zu dir gesagt habe, entschuldige mich auch dafür. Also. Tolles Fest. Gutes Heißel. Ja, Maß Bier. Prost dafür. Wunderbar. Ich glaube bloß nicht, dass es weder halt, dass es sauber gibt für den Winter. Aber da denken wir jetzt sogar nicht ruhig, gell? Ja. Gut los. Wollen wir heute sind wir. Alling Pfingstfest. Jetzt schon ganz schön zu. Lassen wir uns jetzt unsere Weißwurst schmecken. Schau gut, Käfig. Aha.